Hallo Leute, ich freue mich auf dieses Video. Ich freue mich auf. Das ist ein Verb mit einer Präposition, auf. Und viele von euch kennen dieses Phänomen, sich freuen auf, sich kümmern um, denken an. Es gibt im Deutschen ganz viele Verben, die immer mit bestimmten Präpositionen funktionieren. Und das ist ein schwieriges Thema für euch, ich weiß das. Deswegen wollen wir es euch heute mal möglichst einfach machen. Wir haben viele lustige Szenen für euch vorbereitet, denn dieses Thema kann man nur lernen, indem man möglichst viel hört und übt. Los geht's! Sich freuen auf. Ich freue mich auf meine neue Gitarre. Ich freue mich auf das Mittagessen. Dankeschön. Ich freue mich auf. Diese Kombination ist nicht so einfach. Ich freue mich, es ist ein reflexives Verb mit einer Präposition. Ich freue mich auf, du freust dich auf. Und wenn ihr denkt, oh, dieses Thema ist so schwierig, ich merke mir das nie, dann möchte ich euch beruhigen. Es gibt natürlich Gründe, warum dieses Thema schwierig ist. Es sind immer verschiedene Präpositionen, es gibt viele Präpositionen. Und es gibt auch nicht immer ein Muster, das für euch Sinn macht. Zum Beispiel im Englischen sagt man, I'm looking forward to. Im Deutschen sagt man, ich freue mich auf. Ihr könnt also diese Präpositionen nicht immer direkt übersetzen aus eurer Sprache. Und es kann sogar vorkommen, dass es in eurer Sprache mit diesem Verb keine Präposition gibt, im Deutschen aber schon. Was wir also machen müssen heute, ist einfach üben und Schritt für Schritt mehr lernen und uns an die Verben gewöhnen. Merkt euch schon mal, ich freue mich auf. Und jetzt hören wir noch ein weiteres Verb mit auf. Lust haben auf. Janusz hat keine Lust auf Putzen. Ich hasse Putzen. Kari hat keine Lust auf das Mittagessen. Janusz hat große Lust auf das Bier im Kühlschrank. Alkoholfrei. Warten auf. Janusz wartet auf den Briefträger. Ludwig wartet auf seine Belohnung. Ihr habt gerade drei Verben gesehen mit auf. Und alle drei Verben haben etwas zu tun mit einem Zustand, der in der Zukunft liegt. Ich freue mich auf, ich habe Lust auf, ich warte auf. Und noch etwas haben die drei gemeinsam. Sie haben alle den Akkusativfall. Das ist nämlich noch etwas, was schwierig ist an diesen Verben mit Präpositionen. Ihr müsst euch nicht nur merken, welches Verb mit welcher Präposition kombiniert wird. Ihr müsst euch auch noch merken, welcher Fall danach kommt. Und das ist, wo es schwierig wird und was man üben muss. Ihr könnt euch merken, die allermeisten Verben mit auf haben einen Akkusativ danach. Janusz wartet auf den Briefträger. Janusz freut sich auf das Bier. Jetzt schauen wir uns mal Verben mit anderen Präpositionen an. Sprechen über. Janusz, was ist eigentlich deine Lieblingsmusikrichtung? Ah, ich glaube... Janusz und Erik sprechen über ihre Lieblingsmusik. Also diese Modalverben im Deutschen, die sind ja richtig krass, ne? Und die können ja auch so zwei verschiedene Bedeutungen wirklich. Janusz und Erik sprechen über deutsche Grammatik. Im gesprochenen Benutz ist es unfassbar geil. Ja, wer braucht sowas? Lachen über. Janusz lacht über ein Katzenvideo. Oh no. Erik lacht über den Witz von Janusz. Der war gut. Die Präposition über kann man sich schon ein bisschen einfacher merken, denn über heißt ja wörtlich, dass jemand höher ist. Ich stehe über jemanden und so ist das auch bei den Verben, die ihr gerade gehört habt. Ich spreche über jemanden und ich lache über jemanden. Ich bin also quasi in einer höheren Position. Vielleicht könnt ihr euch das so merken. Aber nicht immer sind diese Kombinationen auch logisch erklärbar. Das zeigen wir euch im nächsten Verb.
sich kümmern um. Janusz ist krank. Ich kümmere mich um ihn. Oh, danke. Erik kümmert sich um ein neues Videoskript für Easy German. Sich kümmern um. Hier ist es schon ein bisschen schwieriger, das bildlich zu verstehen. Im Englischen sagt man zum Beispiel to take care of. Und im Deutschen würden vielleicht auch andere Wörter Sinn machen. Es heißt aber sich kümmern um. Vielleicht könnt ihr euch das so merken. Um bedeutet ja oft um eine Sache herum. Man kann sich vielleicht merken, das ist so, als wenn man jemanden umarmen würde. Ich kümmere mich um. Der wichtigste Tipp für euch ist allerdings, dass ihr euch wirklich jede Verb- und Präpositionkombination einzeln merken müsst. Das ist immer wie ein eigenes Wort, was ihr lernen müsst. Und ihr müsst euch immer dieses Verb zusammen mit der Präposition merken. Ihr dürft nicht lernen, ich freue, sondern ihr müsst lernen, ich freue mich auf. Ich kümmere mich um. Arbeiten an. Erik arbeitet an einem Worksheet. Janusz arbeitet an neuen Videoideen. Na klar, das ist es. Zeit für eine kurze Pause. Und in dieser Pause möchte ich mal mit euch über das regelmäßige und strategische Vokabellernen sprechen. Das ist nämlich wichtig. Vielleicht merkt ihr auch, ach, ich kann mir diese ganzen Verben gar nicht merken. Und dabei hilft euch vielleicht ein Partner, wie unsere App Seedlang, die wir mitentwickelt haben. Hier seht ihr mal die App. Und in dieser App gibt es über 10.000 deutsche Vokabeln, die wichtigsten Wörter, die ihr kennen müsst. Und auch die Verben aus unserem heutigen Video sind dabei. Ihr könnt dort einen Vokabeltrainer benutzen. Ihr könnt Wörter, die ihr euch merken möchtet, zu euren Reviews hinzufügen und bekommt die dann regelmäßig angezeigt, so lange, bis ihr euch die wirklich gemerkt habt. Und das Tolle für Verben, es gibt auch einen Konjugationstrainer, mit dem ihr konjugieren lernen könnt. Zum Beispiel, ich freue mich auf, du freust dich auf, er freut sich auf. Probiert das mal aus. Seedlang ist im App Store und im Google Play Store. Ihr könnt die App kostenlos auf euer Handy herunterladen und ihr könnt dann auch mit einer monatlichen Subscription, mit einer Mitgliedschaft, alle Features freischalten, falls euch die App gefällt. Sich entschuldigen für. Tut mir leid, Erik. Der Witz war, dass der Ministerpräsident ständig lügt. Janusz entschuldigt sich für seinen schlechten Witz. Pinocchio. Aber trotzdem, nichts für ungut, okay? Verstehe. Erik entschuldigt sich für sein zu spät kommen. Sorry, Leute. Bis hierhin haben wir uns Verben mit Präpositionen angeguckt, auf die immer der Akkusativfall folgt. Zum Beispiel, Janusz arbeitet an neuen Videoideen. Oder Janusz entschuldigt sich für den schlechten Witz. Da kam immer der Akkusativ. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, gibt es denn eine Regel? Woher weiß ich, wann der Akkusativ kommt und wann der Dativ? Dafür gibt es ein paar Regeln, aber die gelten leider nicht für alle Präpositionen. Es gibt zum Beispiel die Regel für diese vier Präpositionen. Die haben immer den Akkusativ. Das könnt ihr euch merken. Nach für kommt zum Beispiel immer der Akkusativ. Aber andere Präpositionen, die wir heute gehört haben, die haben mal den einen und mal den anderen Fall, zum Beispiel auf. Ihr müsst also tatsächlich diese Kombination merken. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ihr müsst immer lernen, Verb, Präposition, Fall und das alles zusammen. Jetzt schauen wir uns mal ein paar typische Verben an, die den Dativ als Fall haben. Und ihr seht dann immer ein Verb, eine Präposition und danach den Dativ. Achtet mal drauf. Zufrieden sein mit. Janusz ist zufrieden mit seinem Leben. Ich bin sehr zufrieden mit der Kaffeemaschine. Hallo? Ich bin unzufrieden mit dem Handynetz in Deutschland. Mit ist eine Präposition, die man sich gut merken kann, denn mit kommt immer mit dem Dativ.
Ich bin zufrieden mit dem schönen Wetter heute. Und das ist nicht nur bei Verben mit Präpositionen so, es ist auch dann so, wenn die Präposition alleine steht. Ich komme mit dem Fahrrad. Merkt euch also, mit, immer mit Dativ. Sprechen mit. Ich spreche mit meiner Mutter. Hallo Mama. Ich spreche mit der Polizei. Hallo? Ich habe ein Problem. Sich treffen mit. Janusz trifft sich mit Erik für eine Besprechung. Also, Schmecken nach. Das Brötchen schmeckt nach Pappe. Der Tee schmeckt nach Zimt und Vanille. Lecker. Das Bier schmeckt nach Wasser. Nach ist eine ganz interessante Präposition. Ihr kennt einmal das räumliche nach. Ich fahre nach München. Ihr kennt auch das zeitliche nach. Es ist 10:50. Und im Zusammenhang mit Verben, dann heißt es oft sowas wie, sowas, was man im Englischen mit like übersetzen würde. This tastes like cardboard. Das schmeckt nach Pappe. Riechen nach. Der Kühlschrank riecht nach Stinkerfüßen. Das Büro riecht nach Essen, weil Janusz kocht. Lecker. Anrufen bei. Ich rufe beim Arzt an. Janusz ruft bei der Polizei an. Ja, eine dumme Sache, aber jemand hat mein Bier geklaut. Sich erholen von. Ich erhole mich von einer Erkältung. Ich erhole mich von einem langen Tag im Büro. Es gibt tatsächlich auch einige wenige Verben, die kann man mit mehreren Präpositionen kombinieren. Da wird es ein bisschen tricky. Das sind tatsächlich alles dann unterschiedliche Bedeutungen. Ihr kennt zum Beispiel schon aus diesem Video freuen auf. Ich freue mich auf den Urlaub. Das ist immer etwas, was in der Zukunft liegt. Es gibt aber noch eine andere Kombination mit freuen. Sich freuen über. Das ist etwas, was jetzt geschieht. Zum Beispiel, ich freue mich über das schöne Wetter heute. Sich freuen über. Janusz freut sich jetzt über mein Geschenk. Oh, danke. Kari freut sich über das gute Wetter. Ein weiteres Beispiel für ein Verb, das man mit verschiedenen Präpositionen kombinieren kann, ist sprechen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich spreche mit jemanden. Ich kann auch sagen, ich spreche über jemanden. Und man kann sogar beides kombinieren und sagen, ich spreche mit Janusz über das neue Easy German Video. Fassen wir nochmal zusammen. Verben mit Präpositionen sind oft schwierig für euch, weil sie nicht immer intuitiv gebildet werden. Und manchmal gibt es zu einem Verb sogar mehrere Kombinationen, wie zum Beispiel sprechen mit, sprechen von, sprechen über. Die müsst ihr euch immer als einzelnes Verb mit einer eigenen Bedeutung merken. Es gibt einige Verben mit Präpositionen, auf die immer der Akkusativ folgt. Die seht ihr jetzt nochmal hier eingeblendet. Und es gibt einige Verben mit Präpositionen, auf die immer der Dativ folgt. Die seht ihr jetzt hier eingeblendet. Und bei allen anderen Verben mit Präpositionen müsst ihr euch immer individuell merken, ob danach der Akkusativ oder Dativ kommt. Jetzt seid ihr dran. Ihr könnt die Verben aus diesem Video weiter üben und zwar mit unseren interaktiven Arbeitsblättern.
auch zu diesem Video hat Erik, unser Deutschlehrer, wieder interaktive Übungen für euch vorbereitet. Und das Tolle ist, als Mitglied zahlt ihr nur 5 Euro im Monat und bekommt Zugang zu über 400 interaktiven Arbeitsblättern. Das ist doch mal ein guter Deal, oder? Und das Tolle ist, ihr könnt es einfach ausprobieren und jederzeit aber auch wieder kündigen oder pausieren, falls es euch doch nicht gefällt oder ihr mit dem Lernen eine Pause machen wollt. Zuletzt unterstützt ihr auch unsere Arbeit mit eurer Mitgliedschaft. easygerman.org/membership ist der Link. Den verlinke ich auch nochmal hier unten und wir freuen uns, wenn ihr das mal ausprobiert, um genau diese Verben aus diesem Video weiter zu üben. Tschüss und bis bald. Ho, ho, ho.